Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 mit dem FC Bayern München. So, die Saison ist vorbei. Ihr habt es ja letztes Mal mitbekommen. Wir haben das letzte Spiel gewonnen. Wir sind Champions League-Sieger geworden. Und heute schauen wir nochmal auf die ganze Saison zurück. Das heißt, wir schauen die Bundesliga-Tabelle an. Wir schauen die Champions League an. Wir schauen die Europa League an. Wir schauen die Conference League an. Und noch ein bisschen mehr, wer ist wo Torschützenkönig geworden. Und natürlich nur ein Ausblick, wie es denn jetzt weitergeht. Ich würde sagen, wir fangen... Ja, wo fangen wir denn an? Sollen wir bei den Spielern anfangen, wer sich wie entwickelt hat? Oder ich glaube, wir fangen erstmal bei den Pokalen an. Weil wir sehen schon im Hintergrund, haben wir gerade gesehen, Manchester United hat die Europa League gewonnen. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt direkt mal als erstes drauf. Zumindest auf die Pokale. Genau, also wir fangen mit der Bundesliga an. Wir sind ja Meister geworden. Ich muss sagen, es war eine richtig krass spannende Saison. 84 Punkte, nur 3 Punkte Vorsprung vor Leipzig. Also das war wirklich Wahnsinn. Danach Leverkusen und Dortmund, die waren auch sehr, sehr lang oben mit dabei. Und ja, auf jeden Fall, es war eine geile und richtig spannende Saison. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so unter Druck gestanden. Und wir haben echt geschafft, 34 Spiele und 0 Niederlagen. Ja, war heftig umkämpft, aber wir haben es geschafft. Genau, Frankfurt dann noch Fünfter geworden, Wolfsburg ist Sechster. Dann gehen wir runter mit Hoffenheim, Gladbach, Freiburg, Bremen. Starke Saison von Bremen. Dann Mainz, Stuttgart, Schalke auf Platz 14. Stark, sind nicht abgestiegen. Dann Union Berlin, der FC Augsburg auf dem Relegationsplatz und Bochum und Köln also abgestiegen. Gut, dann schauen wir weiter als nächstes. Genau, DFB-Pokal. Wir sind DFB-Pokal hier gewonnen. Waren geile Spiele. Finale gegen Leipzig, Halbfinale gegen Freiburg. Ich muss aber sagen, es sind viele große schon so ausgeschieden. Also Dortmund ist schon relativ früh gegen Freiburg rausgeflogen. Das fand ich auch ein bisschen überraschend. Leverkusen ist rausgeflogen, obwohl die in der Bundesliga echt gut abgeliefert haben. Auch schon relativ früh in Runde 2. Also das sind auch sehr viele recht früh rausgeflogen. Deswegen war es zum Schluss dann, wenn man so das Viertelfinale anschaut, da waren ja nicht so viele Große mit dabei. Im Halbfinale dann ja Bochum sensationell. Die sind aber dann gegen Leipzig rausgeflogen. Ja, soweit zum DFB-Pokal. Wir schauen später noch die Torschützen an. Und hier sehen wir die Relegation. Ja, da wollte ich nicht nochmal ganz genau drauf schauen. Darmstadt hat es nicht geschafft. Verlieren 3:2 im Hin- und Rückspiel gegen den FC Augsburg. Damit bleibt der FCA in der ersten Liga drin. Das ist schon mal gut für den FCA. Dann, ja, Supercup. Den haben wir tatsächlich verloren in diesem Jahr im Elfmeterschießen gegen Dortmund. Dann kommen wir zum diesen Vorbereitungsturnier, da mal richtig verkackt. So, Superpokal hat Frankfurt sogar gegen Real Madrid gewonnen. Das war der Champions League-Sieger gegen den Europa League-Sieger. Sensationell Frankfurt. Und ja, dann schauen wir kurz die Champions League an. Wobei, wir kennen es eigentlich. Die Gruppenphase schauen wir jetzt nicht unbedingt an. Wobei die auch recht spannend war. Also ich muss sagen, ich war selten so unter Druck, weil Barcelona irgendwie echt stark ist im Spiel. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht drücken. Genau, im Achtelfinale hat man es ja zu tun mit Manchester City. Heftiges Spiel, knapp gewonnen mit 3:4. Dann Viertelfinale, Real Madrid, Halbfinale, Barcelona und Finale Paris Saint-Germain. Also eigentlich echt kranke Gegner. Also Manchester City, Real, Barca und Paris Saint-Germain. Eigentlich echt, ja, ich weiß nicht, ob es noch stärkere Gegner geben würde als die vier, die was wir eben rausgeschmissen haben. Mitunter das Stärkste, was in der Champions League dabei ist, und deswegen Finale war echt krank, muss ich sagen. Im Elfmeterschießen 6:5 gewonnen. Nach 120 Minuten 0:0. Ich muss echt sagen, ich hätte mir mehr vom Finale erwartet, weil halt wirklich Paris Saint-Germain einen brutalen Sturm hat, wie eigentlich auch gut unterwegs sind. Aber es war eigentlich ein echt ein schwaches Spiel, aber trotzdem zum Schluss glücklich mit 6:5 im Elfmeterschießen gewonnen. So, dann schauen wir uns mal die Europa League an. Da starten wir, ich würde mal sagen, in der Vorrunde. Da sind nämlich auch noch ein paar von der Champions League darunter gekommen. Da sind nicht Inter Mailand zum Beispiel, die Tottenham Hotspurs, Dortmund, da sind alle noch weitergekommen. Und dann Achtelfinale, ja, der BVB fliegt raus gegen Manchester United. Und das war auch, glaube ich, das einzig, nee, doch, Freiburg war auch noch mit dabei, aber die sind rausgeflogen gegen Inter Mailand. Ansonsten war es das Ende dann der deutschen Teams in der Europa League. Manchester United hat es ja zum Schluss dann gewonnen. Tottenham ist hier noch weitergekommen. Arsenal auch weitergekommen. Und
Es liest ja richtig, dass Trabzonspor Inter Mailand rausgeschmissen hat. Das ist ein bisschen sensationell. Ja, und dann Finale. Tatsächlich Trabzonspor. Was ist denn Trabzonspor? Das ist Istanbul, oder? Und Manchester United schafft es zum Schluss tatsächlich, die Europa League zu gewinnen. Nicht schlecht. So, dann die Conference League. Fangen wir ebenfalls in der Vorrunde an. Da sind noch ein paar deutsche Teams mit dabei. Köln fliegt allerdings raus gegen Rennes. Union Berlin kommt weiter gegen Lech. Was ist ein Kack? Ah, Poznan. Poznan-Lech. Genau, und das schauen wir mal im Achtelfinale, ob da noch ein deutsches Team ansonsten mit dabei war, außer Union Berlin. Die sind da rausgeflogen gegen Villarreal mit 5 zu 1. Alles klar. Was haben wir denn noch so alles? Nee, das war das einzig deutsche Team. Also ich muss sagen, die deutschen Teams in diesem Jahr recht schwach unterwegs gewesen. Genau, Villarreal hier rausgeflogen gegen AZ Alkmaar, auch ein bisschen sensationell. Ich habe jetzt gar nicht aufpasst, wer überhaupt gewonnen. Nee, Villarreal ist weitergekommen, sorry. Villarreal hat dann das Ganze auch gewonnen gegen West Ham United. Ich will jetzt noch ganz kurz zurückschauen, was sind eigentlich mit den deutschen Teams in der Champions League passiert? Im Halbfinale, im Viertelfinale war keins, war eins im Achtelfinale. Leverkusen, die sind gegen Celtic rausgeflogen. Aber ansonsten sehe ich jetzt gerade keinen. 16 sind die alle in der Gruppenphase rausgeflogen. Leverkusen weiter genau, aber den gegen Celtic rausgeflogen. Frankfurt rausgeflogen in der Gruppenphase. Leipzig rausgeflogen in der Gruppenphase. Dortmund rausgeflogen in der Gruppenphase. Ja, die haben sie alle nicht gut verkauft in diesem Jahr. So, das waren soweit die Pokale. Und dann quatschen wir noch mal ganz kurz drüber, währenddessen ich schon mal überlege, was ich als nächstes euch zeige. Wie es weitergehen wird. Ja, ich bin momentan so ein bisschen, ich weiß nicht, habt es selber gemerkt, die Videos kamen echt unregelmäßig in die letzten Wochen. Die WM hat viel Kraft gekostet, dann war ich krank, dann, ja, hat der Beruf mich ein bisschen viel Kraft und Zeit gekostet. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich hätte mega Lust auf eine zweite Saison mit den Bayern, aber das ganze Team ein bisschen auf den Kopf stellen. Also einige Spieler verkaufen und einige neue holen. Zum Beispiel Gnabry weg, dafür Rafael Leao kaufen und halt so das Team ein bisschen komplett auf den Kopf stellen. Darauf hätte ich echt mal Bock. Ja, ich werde es mir überlegen. Wir werden auf jeden Fall ein paar Videos zum richtigen Champions League Finale, Achtelfinale sehen, weil die gehen jetzt dann auch bald im Februar los. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen was machen. Aber wahrscheinlich dann vielleicht eine zweite Saison mit den Bayern, könnte ich mir echt gut vorstellen. Vielleicht eine kleine Pause, so in 3, 4 Wochen. Aber dann wahrscheinlich vielleicht weiter mit den Bayern. Das werden wir sehen. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wir können jetzt auf jeden Fall zwar unsere Ziele anschauen, was wir in diesem Jahr so erreicht haben. Wir haben eigentlich fast alles erreicht. Also hier Nachwuchsabteilung, zwei von der Jugendakademie verpflichtet, drei Spieler von Europa verpflichtet. Das haben wir nicht geschafft, die Finanzen. Das ist das einzige Manko. Ansonsten, ja, Champions League-Sieger, DFB-Pokalsieger, Bundesliga-Sieger, alles abgeräumt. Und dann würde ich doch jetzt mal direkt als nächstes drauf schauen. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr, was man so zeigen kann. Das zeige ich euch später. Wo ist denn die Spielerstatistik? Ich komme momentan nicht so klar mit FIFA 23. Da ist die Spielerstatistik. Ich will natürlich die Top-Torjäger anschauen. So, und zwar fangen wir an in der Bundesliga. Sensationell. Silva von Leipzig und Kampel auf Platz 1 und 2. Danach Brandt. Unser Bester war Sadio Mané. Allerdings muss man auch sagen, 33 Spiele, 16 Tore, das ist echt wenig. Ja, und danach Thomas Müller ist noch mit dabei mit 13 Toren in 28 Spielen, Musiala mit 12 Toren und Mathys Tel mit 12 Toren in 29 Spielen. Also, ja, Mathys Tel, am Anfang ging er echt ab, da hat er, glaube ich, 6 Tore in 6 Spielen gehabt, dann hat er ein bisschen einen Dämpfer erlebt. Joao Felix. Auf den muss ich sagen, den setze ich in der zweiten Saison oder in der möglichen zweiten Saison echt viel. 8 Tore in 13 Spielen. Wenn man das hochrechnet auf die 33 Spiele, dann wäre er, ja, Zweitbester geworden hinter Silva. Aber ganz ehrlich, echt beachtlich, Joao Felix. Dann Torvorlagen. Silva, dann kommt eine riesige Bayernmauer mit Mané, Kimmich, Müller, Sané. Coman, Gnabry und so weiter. Und noch ein Bayern-Spieler, Goretzka. Und Musiala auch noch. Also Torvorlagen waren wir gut dabei. Aber auch hier Leipzig auf Platz 1 gewesen. Spiele ohne Gegentor. Neuer nur auf Platz 2. Gulaschi auf Platz 1. Also nach den Statistiken hätten wir eigentlich nicht Meister werden dürfen. Weil hier überall Leipzig auf Platz 1 ist.
Gelbe Karten ebenfalls Leipzig auf Platz 1. Das ist jetzt zwar nicht so gut. Kimmich, De Ligt haben da auch gut rangelangt, mit jeweils 4 Stück. Dann rote Karten. Müller hat eine bekommen. Was hatten sonst so? Kimmich. Sané hat. Echt, Sané hat ja auch nur eine rote Karte gekriegt. Weiß ich gar nicht mehr. Dann die gut, Torjäger wissen wir schon. Gut, dann gehen wir zum DFB-Pokal. Sehr ausgeglichen. Sehr, sehr viele Spiele mit 3 Toren. Ist jetzt nichts wirklich herausgefallen. Sure, Felix und Mathys Tel aber hier ganz vorne mit dabei. Ansonsten Bayern-mäßig. Choupo-Moting kommt da noch. Und Müller, aber Sadio Mané nichts zu sehen von ihm. Dann Torvorlagen, Kampl, aber gut, es ist halt alles sehr, sehr eng zusammen. Ohne Gegentor Manuel Neuer von 3 mal ohne Gegentor von 5 Spielen, das ist recht gut gewesen. Da ist Gulaschi auch mit dabei, mit einmal nur. Gelbe Karten und rote Karten. Es ist halt DFB-Pokal, da gibt es halt nicht so viele Spiele. Relegation. Guewe Löw hat hier für den FCA 2 Tore geschossen. Das ist der Innenverteidiger. Ups, das war die falsche Taste. Der Innenverteidiger hat für Augsburg 2 Tore geschossen. Krass. Und Jago ist ja der Linksverteidiger. Die Verteidiger schießen den FCA zum Verbleiben der ersten Liga. Hätte ich nicht damit gerechnet. Okay, dann kommen wir zum Supercup. Ja, den haben wir ja verloren. Da brauchen wir nicht mehr. Wir schauen uns eher nur die wichtigen Pokale an. Das interessiert mich gerade auch nicht. Genau, die Champions League. Also, auf jeden Fall interessant. Wir haben Sadio Mané auf Platz 6 mit 6 Toren. Aber Payet, krass, dass der überhaupt nur so spielt. Weil der hat auch seinen großen Hype schon vorbei. Dann Mbappé mit 8 Toren und Vinicius Junior. Messi auch noch mit 7 Toren. Und Neymar. Also richtig krank. Alle drei Weltstars bei Paris. Ohne den Top 4 mit Mbappé, Messi und Neymar. Top 5, ehrlich gesagt. Ja, da haben wir dann ziemlich. Goretzka kommt da nur mit 4 Toren, aber ansonsten war das relativ ausgeglichen. Vorlagengeber Modric. Danach Neymar, Verratti, Mbappé, Messi. Und dann erst die Bayern mit Müller und Mané. Und ansonsten die Bayern. Hier kommt nur Musiala. Ja, aber wir sehen viele Spieler von Paris. Also Paris. In diesem Jahr echt krass unterwegs und die statistiktechnisch hätten sie vielleicht die Champions League sogar gewinnen müssen. Beste Torhüter Manuel Neuer mit Radetzky. Also das sind die Bundesliga-Torhüter dann doch mal vorhanden gewesen. Dann gelbe Karten, irgendwas Weltbewegendes, nicht wirklich. Rote Karten haben wir keine bekommen. Ja, das war die Champions League. Dann schauen wir nur die Europa League an. Und Ronaldo. Ja, in Wirklichkeit ist er von Manchester United verjagt worden. Spielt jetzt irgendwo in Saudi-Arabien. Ja, was man davon halten soll, kann man sich drum streiten. Auf jeden Fall hier hat er 13 Tore in der Europa League geschossen. Echt Weltklasse. Ja, und ansonsten, da kommt nur Martial von Manchester United, die das Ding dann gewonnen haben. Aber ich glaube, ja, Ronaldo hat das Ding dann wahrscheinlich alleine im Alleingang für Manchester United gewonnen. Vorlagengeber Luis Alberto sagt mir jetzt gar nichts von Manchester United. Keine Ahnung. Auf jeden Fall der hier auch stark gehalten wie Benitez, genau so heißt er. Gelbe Karten, Fernandes mit 3 Stück gut hingelangt. Rote Karten, auch jetzt nichts Weltbewegendes. So, dann noch die Conference League. Top-Torschütze Moreno von Villarreal, die wir zum Schluss auch gewonnen haben. Irgendeiner von der Bundesliga mit dabei. Schaut mager aus. Ja, die Bundesliga ist in diesem Jahr nicht so wirklich überzeugen können. Hier die Vorlagengeber, dann noch ohne Gegentore, Rulli, gelbe Karten und rote Karten auch nicht recht spektakulär. Wobei es relativ viele sind mit 15 Stück. Der Champions League und Europa League haben ja ähnlich viele Spiele und die hatten da eine deutlich kürzere Liste. Gut, das war's dann soweit zu den ganzen Pokalen und so weiter. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir unser Team doch mal an. Weil das wäre jetzt das Letzte, was ich noch heute machen wird. Ich hoffe, das Spiel lädt und hängt jetzt nicht auf. Okay, jetzt wird es laden. Dankeschön. Genau, also wir schauen mal in das Teammanagement, glaube ich, bietet sich da am besten an. Wir nehmen Entwicklung. Statistik bietet sich, glaube ich, da ganz gut an. Also, wir fangen an. Manuel Neuer ist von 90 runtergegangen bei Spielstärke auf eine 87. Insgesamt eine 6,64. Oh Gott, jetzt machen sie sogar schon mit Nachkommastellen hier bei der Gesamtbewertung.
Ohne Gegentor, 21 mehr aus 53 Spielen, also ja, ganz ordentlich, ist okay, kann man mit leben. Nübel haben wir verliehen, Ulreich hat nicht spielen dürfen, Ivušić haben wir gekauft, weil wir einen Spieler aus Europa verpflichten mussten. Schenk, wie Torhüter wir eigentlich haben, wir haben 5, 6 Torhüter, alles klar, und nur einer hat spielen dürfen, perfekt. So, dann Alphonso Davies, für mich der weltbeste Linksverteidiger, wenn ich ehrlich bin, also richtig, richtig, richtig krass. Gesamtnote 7,12. Hat echt einige Male abgeliefert. Leider kein Tor geschossen. Dafür aber eine Torvorlage gegeben. Für mich ein krasser Linksverteidiger. Dann den Guidos haben wir verpflichtet, weil wir eben dieses Ziel erfüllen mussten. So, Lucas Hernandez ebenfalls eine Torvorlage. Gesamtnote 6,54. Sehr starke Innenverteidiger. Dann De Ligt. Was haben wir hier? 48er. Muss nur die Gesamtspielstärke anschauen, sorry. Alphonso Davies mittlerweile 88 mit 22 Jahren, geht stark davon aus, dass der locker über die 90 geht. Bei Hernandez, ja, 86, der geht vielleicht nur auf 87 oder 88 hoch, dann war es das. De Ligt, 88, der könnte auch nur mit 23 Jahren auf die über 90 gehen. Lawrence, interessiert sich, Telander, Upamecano. Muss ich ehrlich gesagt sagen, hat zum Schluss öfter spielen dürfen. Ich habe dem am Anfang ein bisschen abgeschrieben, aber zum Schluss hat er mir noch recht gut gefallen. Hat kein Tor geschossen, keine Torvorlage, aber trotzdem mit einer 6,48. Ja, ist jetzt okay, passt. So, dann Mazraoui. Für mich ein richtig krasser Rechtsverteidiger. Definitiv deutlich besser als Benjamin Pavard. 4 Torvorlagen gegeben. Eine 7,03 und damit auf jeden Fall auf einem Niveau wie Alphonso Davies mit der 7,12. Also die zwei Traumduo auf den Außenbahnen der Verteidigung. Dann Benjamin Pavard. Ein Tor hat er sogar geschossen, eine Torvorlage ist 6,7. Den werde ich definitiv in der zweiten Saison, wenn ich einen machen sollte, verkaufen, weil ich weiß nicht, Pavard hat mir jetzt nicht so getaugt, wenn ich ehrlich bin. Stanisic auch 11 Mal ran. Für den Nachwuchsspieler auf jeden Fall recht gut. Dann Kimmich, eine 6,91. Wie viel? 8 Tore geschossen, 12 Vorlagen. Ist schon recht ordentlich, wenn ich ehrlich bin. Dann Kingsley Coman. Ich weiß gar nicht, wieso das eigentlich so durcheinander ist. Auf jeden Fall Coman mit 51 Einsätzen. Auch einer, der was am öftesten gespielt hat. 6,92 hat er bekommen. 6 Tore, 11 Vorlagen. Und damit muss ich halt ehrlich gesagt sagen, Kimmich hat mehr Tore und mehr Vorlagen gemacht als Kingsley Coman. Obwohl Coman 5 Einsätze mehr hatte. Also Kingsley Coman in diesem Jahr nicht so gezündet, möchte ich sagen. Aber Leroy Sané sieht dann auch nicht viel besser aus mit 7 Toren und 10 Vorlagen. Also meine Flügelstürmer bisschen torarm unterwegs gewesen. Dafür, dass Kimmich sogar schon 8 Tore geschossen hat. Dann Grafenberg habe ich zum Schluss ein bisschen öfter spielen lassen. Ist auf eine 82 hochgegangen. Ach genau, wir haben vergessen zu schauen, was die anderen so hatten. Genau, Kimmich eine 90, Coman ist auf eine 87, Sané auf eine 85, Grafenberg auf eine 82. Und ja, wie gesagt, Grafenberg zum Schluss hat er mal ein bisschen besser gefallen. Am Anfang nicht so, ich weiß noch nicht so genau, was ich mit ihm in der zweiten Saison machen soll. Dann Sabitzer hat mir stellenweise echt gut gefallen, hat 5 Tore geschossen bei 3 Vorlagen, eine 6,34. Ja, ist okay, ist okay. Dann, Goretzka ist auf eine 88 hoch. 8 Tore, 10 Vorlagen. Sehr vergleichbarer Wert wie Kimmich. Beide auf jeden Fall grandios. Und ja, Goretzka einfach mal 4 Tore in der Champions League. Weiß nicht, Champions League schieße ich mit Goretzka echt gerne Tore. Keine Ahnung warum. So, dann kommen wir zu unseren torreicheren Spieler. Also, Müller hier einmal mit 17 Toren, 13 Vorlagen. Also 30 Scorerpunkte in 43 Spielen, eine 6,5. Minus 2 bekommen, gut, der ist halt schon 33 Jahre alt. Ja, der hat halt langsam seine goldene Zeit hinter sich. So, dann Musiala. 43 Spiele, eine 6,54. Ja, 14 Tore, 11 Vorlagen. Schlechter als Müller. Aber ich muss halt auch sagen, Musiala, der hat ja auch Spiele, wo der so viele Chancen hatte und nichts getroffen hat. Also, mal gucken. Aber auf jeden Fall eine krasse Entwicklung von 81 auf 86 hoch mit 20 Jahren. Glaubt, der wird in der zweiten Saison richtig brutal abgehen, kann ich mir vorstellen. Den werde ich auf jeden Fall behalten in der zweiten Saison. So, Tillmann haben wir verliehen gehabt, so wie es aussieht. So, dann kommen wir zu Gnabry. Für mich
leider echt enttäuschend gewesen. Ich glaube, im letzten FIFA war es FIFA 22 oder FIFA 21, wo der so geisteskrank zum Spielen war, wo ich, der war, glaube ich, mal Torschützenkönig nach Lewandowski. Ja, leider nur 7 Tore und 11 Vorlagen. Ich muss sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von ihm gewesen. Er ist zwar auf eine 86 hoch, aber irgendwie in FIFA 23 leider nicht so gezündet. Ich glaube, es war FIFA 21, wo der so geisteskrank war. Ja, in dem Jahr bin ich leider nicht so zufrieden mit ihm. So, dann Joao Felix, 7,07, starke Note. Damit glaubt momentan unser drittes Spieler mit einer 7er Note. 23 Einsätze, 12 Tore und 3 Vorlagen. Ich muss sagen, der hat mir echt getaugt. Also, ja, den werde ich in der zweiten Saison auch definitiv behalten. Weil in dem sehe ich echt viel Potenzial, auch wenn er in Wirklichkeit echt verkackt momentan irgendwie die ganze Zeit. Aber hier im Spiel sehe ich bei dem echt viel Potenzial und ich glaube, der kann nur richtig gut abgehen. So, den haben wir auch anscheinend verliehen. Dann Mathys Tel hat eine plus 5 bekommen. Auf eine 69 hoch. Ja, vielleicht hätte man ein bisschen mehr erwartet. Aber immerhin, er hat 16 Tore geschossen bei 4 Vorlagen. Es ist definitiv aller Ehren wert. Den werden wir auch in der zweiten Saison behalten. Mal schauen, wie viele Einsätze er bekommt. So, dann Sadio Mané, auch einer der Spieler, der über eine 7 ist, mit 7,03. 25 Tore, 16 Vorlagen. Ja, er ist halt dann doch unser Topscorer gewesen, obwohl ich es nicht so wirklich eingeschätzt hätte. Aber ja, an den Lewandowski vom letzten Jahr kommt er natürlich definitiv nicht dran. So, dann noch Choupo-Moting. Ja, Reservist wird, glaube ich, sogar nach dieser Saison aufhören im Spiel. 9 Einsätze, ein Tor. Ist ganz okay. Wir können dann noch Finanzen, interessiert uns nicht. Wir können ja mal durchschauen, ob irgendein Vertrag ausläuft. Ist irgendeiner bei 0? Nee, alle mindestens noch ein Jahr. Das ist gut. Und das bedeutet, ich habe eigentlich jetzt schon alles soweit angeschaut. Das heißt, wir sind eigentlich für heute durch. Das heißt, wir simulieren jetzt nur mal ganz kurz nach vorne, ob noch irgendwas passiert. Scheint nicht so. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Wir schauen nochmal durch. Teammanagement haben wir eigentlich alles angeschaut, was so ging. Ich weiß gar nicht, wieso es jetzt wieder auf Frankreich umgeschaltet hat, weil ich bin ja französischer Nationaltrainer geworden. Nee, aber Mannschaft haben wir angeschaut. Ich finde die Mannschaft zum Schluss echt krank. Die ist richtig gut geworden. Flügelspieler, ja, Gnabry. Ich bin echt in diesem Jahr nicht so zufrieden gewesen mit ihm. Ansonsten Transfers, wir haben einiges eingekauft und verkauft, aber im nächsten Jahr würde ich glaube echt nur ein bisschen was umbauen. Gut, aber dann würde ich sagen, an dieser Stelle war es das dann. Ich würde sagen, wir simulieren weiter vor. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, euch hat die Saison auch so gefallen wie mir. Es war eine spannende Saison, es war eine richtig geile Saison. Hier gibt es nur die Schluss, Statistik. Bundesliga Erster, DFB-Pokalsieger, Supercup Zweiter. Asian Elite Cup Gruppenphase, Champions League gewonnen und wir haben noch drei Nachrichten. Zurückgekehrte Spieler, ja, ob da einer spielen darf im nächsten Jahr oder ob die verkauft werden, das sehen wir dann. Aber dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Wir beenden diese Saison mit dem Triple und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Der Vorstand ist sehr zufrieden mit uns, das freut uns auf jeden Fall und dann bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen. Mach's gut, bleibt am Ball und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.